kann das gut erkennen hier. Ich habe das Licht ja so auf 10%, 12% eingestellt. Okay, fangen wir an. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute begrüße ich euch aus meiner neuen Location. Die sieht jetzt deutlich anders aus als vorher. Ich denke, es ist auch unschwer zu erkennen. Der Sound dürfte auch ein bisschen besser sein. Und ja, hier werde ich jetzt demnächst meine Videos drehen. Hier werde ich meine Live-Session machen. Hier werde ich auch arbeiten natürlich und auch leben. Und all das, was ich jetzt hier so ein bisschen getan habe, will ich heute nicht zeigen. Aber ich will zumindest sagen, wie es jetzt für mich hier so ist und mich ein bisschen zurückmelden. Nachdem in den letzten Wochen hier ja, ziemlich viel Ruhe war auf dem Kanal, denke ich, ist es an der Zeit, ein bisschen hier über das Ganze zu sprechen. Ich hatte natürlich in den letzten Videos und vor allen Dingen letztes Jahr, als ich meine Perspektive änderte in den YouTube-Videos, immer die Variante gewählt, dass ihr quasi die Rückseite von meinem Monitor seht und mir so ein bisschen, ja, zur Seite schaut auf meinen Schreibtisch. Jetzt das Ganze natürlich ganz anders. Ich habe jetzt hier akustisch einiges gemacht, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Auch von der Beleuchtung her ist es noch nicht ganz final, aber es geht zumindest so in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Alles, was das Thema Mixen, Mastering und auch Filme machen angeht, da wurde auch einiges hier jetzt verändert. Ich habe zum Beispiel auch Studiomonitore, mit denen ich jetzt besser und professioneller arbeiten kann, als immer nur über Kopfhörer. Und nach wird dann natürlich auch ein bisschen was an Männerspielzeug reinkommen, ein bisschen was zum Sport machen und zur Musik machen. Und. Also Platz ist auf jeden Fall hier da. Ich muss es nur gut einrichten. Ihr wisst ja, wie das ist, ja. Demzufolge ist es alles noch ein bisschen eine größere Aufgabe und wird noch ein Stück dauern, bis das Ganze final ist. Und wenn es final und fertig ist, dann werde ich auf jeden Fall eine kleine Roomtour hier machen und mal ein bisschen zeigen, wie ich mir das Ganze eingerichtet habe. Es war natürlich sehr hallbelastet, als ich hereingekommen bin. Und demzufolge muss dann natürlich sofort was mit dem Ton passieren. In der alten Location, habt ihr es ja auch schon im letzten Video gehört, das ging ja dann gar nicht mehr so hallig, wie das Ganze war. Also hier musste natürlich einiges verändert werden. Ich bin bis jetzt recht zufrieden, aber so komplett final ist das auch noch nicht. Auch da wird noch einiges kommen. Das Ganze ist ein bisschen umfassender und schwieriger als gedacht, weil hier möchte ich natürlich auch Podcasts produzieren und nicht nur professionell Ton mischen, wie gesagt, und für die Filmproduktion das Ganze nutzen. Hier möchte ich auch professionellen Ton aufnehmen können und da braucht es dann schon ein bisschen mehr. Und es wird natürlich auch passend zum Thema Ton demnächst Reviews geben, wie ich schon angekündigt habe, zum Beispiel zum Rode VideoMic Go 2. Das gute Stück mit USB-C-Anschluss. Und natürlich auch passend zum Thema Podcasts, den Rode Caster Pro. Auch dazu wird es dann in absehbarer Zeit ein, denke ich, sehr ausführliches Review geben, weil dieses gute Stück möchte ich wirklich auf Herz und Nieren testen und gerade was das Podcasting angeht, nochmal ja, ein bisschen detaillierter anschauen, wo da die Stärken und Schwächen liegen. Ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Hier ist jetzt, sage ich mal, so für einen groben ersten Eindruck, glaube ich, soweit es geht, alles gesagt worden. Wie gesagt, Akustik steht so halb, das Licht steht auch so halb, ich kann zumindest arbeiten und es ist alles so ein bisschen nach und nach jetzt gesetzt, wie ich es haben möchte und ja, sobald es hier was Neues gibt, werde ich mich auf jeden Fall wieder melden. Ich hoffe, das war für einen ersten Eindruck recht interessant und hat auch ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Wer mich gern täglich verfolgen möchte, der darf gern bei Instagram mal vorbeischauen, bei Pickpond Photography. Da könnt ihr gerne mal reinsneaken bei Instagram und ein Abo dalassen, dann seht ihr meine Stories regelmäßiger und häufiger, was hier so ein bisschen geht, wo ich bin, was ich mache, damit ihr ein bisschen mehr am Zahn der Zeit seid, weil bei YouTube schaffe ich es jetzt nicht so oft, alle paar Tage ein Video hochzuladen, dafür zu produzieren. Also bei Instagram seid ihr auf jeden Fall besser aufgehoben, wenn ihr ein bisschen schneller up-to-date sein wollt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung und eure ja, Erfahrungen, was das Thema Raumakustik, was das Thema Lichtsetzung hier im Studiobereich und für zu Hause mitgeben könnt. Da dürft ihr mir gerne unter dieses Video einen Kommentar hinterlassen, da wäre ich sehr dankbar für. Denn da kann ich auf jeden Fall ein bisschen was für mich auch mitnehmen und das hilft mir dann auch. Und in diesem Sinne hoffe ich, war das ein bisschen ja, interessant. Und wenn ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.